tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. The next you feel a number, baby, I'll be out there somewhere. I see everything you can be. I see the beauty that you can see. The nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere. I wrote some words and then I stared at my feet. Became a coward when I needed to speak. I guess love took on a different kind of meaning to me. So let go, just know it tells me to leave. To all the stars that light the road, don't ever leave that girl so cold. Never let me down, just leave me home. Ja, okay, komm, 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 komm. Don't tell me this is all for nothing. Let's go. I can only tell you one thing. Yeah. And then I still feel your number. Baby, I'll be out there somewhere. I see everything you can be. I see the beauty that you can see. And then I still feel your number. Baby, I'll be out there somewhere. Good. Baby, I'll be out there somewhere, somewhere, somewhere. Boah, der geht so ab. Baby, I'll be out there somewhere, somewhere. Ja, Mann. Killer, der Typ. Baby, I'll be out there somewhere. Yeah! Yeah! Hallo. Wie heißt du? Wo kommst du her? Ich heiße Tien, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Kreuzau in der Nähe von Düren. Etienne, deine 18 Jahre waren schon ein bisschen zu hören, muss man ehrlich sagen. Also die Nervosität, auch manchmal unsicher. Soll ich da oben gehen? Ist es zu viel Risiko? Soll ich hier unten sicher bleiben? Du bist da oben gegangen, würde ich sagen, mehrmals hast du es gut getroffen. Ich glaube, unsere Aufgabe ist dir diese Sicherheit zu geben, dass immer, wenn du da oben gehst, dass es sitzt. Und du kannst auf jeden Fall stolz sein, dass zwei Teams haben sich umgedreht. Es ist jetzt der Battle of the Doppelstuhl. Und wir hatten total Bock, mit dir zu arbeiten. Dankeschön. Also jetzt für den zwei Typen gehen. Auf jeden Fall. Ja, Etienne, deine Stimme klingt schon sehr erfahren. Und das finde ich total toll, dass du das schon mitbringst, weil das ist eigentlich mit das Wichtigste. Und alles andere ist trainierbar und wir sind sehr gute Coaches. Und das würden wir dir gerne beweisen. Vielen Dank. Ich fand's verrückt. Man hat wirklich bei dir am Anfang gemerkt, wow, da kommst du erstmal rein, checkst erstmal so ein bisschen die Lage, ne? Und dann hat sich plötzlich irgendwie dein Kehlkopf geöffnet und man hat gemerkt, was da für ein Sound rauskam und was da alles da ist. Da dachte ich, ey komm, du musst eine Chance haben, hier bei The Voice of Germany deine Stimme weiterzuentwickeln und wir würden dir unglaublich gerne dabei helfen. Danke. Die Frage ist, wir alle haben unsere Backstages und in diesen Backstages, es gibt diese Jacuzzi und es gibt Plätze für Champagne-Glasses, in unserem Team ist es Whisky-Glasses, aber manchmal, wir haben Freizeit und wir sitzen da in die Jacuzzi und die Frage ist, in welcher Jacuzzi möchtest du sitzen? Sag dir, zu wem geht er jetzt? Der geht zu den zwei Typen. Okay, pass auf, Etienne, pass auf. Etienne, ich halte das nicht aus. Ganz ehrlich, das kannst du doch nicht ernst meinen, so ein Team zu wollen. Habt ihr auch einen Jacuzzi? Also wir haben nämlich Yvonne. Willst du dich mal auf unseren Platz setzen? Guck mal, unser Platz ist doch besser als ein Jacuzzi, oder? Ich bin nicht so sicher. Kann ich eine Gitarre haben? Eine Gitarre? Du spielst auch Gitarre. Wow! Ehrlich. Hey, ich muss erst mal hier. Yvonne, es ist E-A-D-G-H-E. Okay. Something told me it was over. When I saw you and Ray talking. Something deep down. My soul sent crying when I saw you and Gray walking around. Woo-hoo.
team come in und ein team. Ja! Woo! Woo! I think it's coming to us anyway. I think so. Also ich muss sagen, Yvonne, das war wow. Wow. Ja. Das war yes. Wow. Hör mir trotzdem die zwei Jungs. Das ist geritzt. Das war ganz schön, Yvonne. Aber jetzt du kannst in unser Team kommen und wir können weitermachen diese Show. Soll ich mich entscheiden? Denk an diesen Moment in den Jacuzzi. Mit diesen zwei, mit der Soul Band oder uns zwei mit ein bisschen Sprudelwasser, Whisky ohne alkoholfreie Bier. Normal würde ich ja zu Ray und Samo gehen. Moment mal. Nee, mach genau weiter. Mach ruhig weiter. Aber leider mag ich kein warmes Wasser. Ich gehe zu Yvonne und Stefan. Richtige Entscheidung, ey, wirst du nicht bereuen. Du kriegst bei uns eine kalte Dusche, okay? Großen Applaus!